So, wir sind hier, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Ich übernehme die Projektleitung. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass ich am besten dafür geeignet bin, diese Leitung zu übernehmen. Und wir stecken dieses Projekt auch heute noch fertig. Ja, hallo. Ich freue mich auch, euch alle kennenzulernen. Und ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich denke, das wird sehr schön und dass jeder dabei Spaß haben wird. Also ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit euch. Also meine Kalkulation nach zu urteilen, wenn wir dafür so lange brauchen und dafür die beste Lösung wäre, wir müssen auf jeden Fall noch etwas weiter darüber nachdenken. Hi, sorry für die Verspätung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir passiert ist. Also ich war auf dem Fahrrad unterwegs und dann kam dieser LKW und ja, also lange Geschichte auf jeden Fall. Ich bin für dieses Projekt hier. Könnte mich noch mal jemand aufklären, was das eigentlich für ein Projekt ist? Ja, heute geht es bei uns um Menschentypen. Welche Menschentypen gibt es eigentlich und wie kann ich sie erkennen? Darum geht's jetzt. Als kurze Info für euch, wir orientieren uns heute an der Temperamentenlehre. Das ist etwas, das es schon seit der Antike gibt und Menschen in vier Kategorien aufteilt. Man hat da so Begriffe benutzt wie Choleriker, Sanguiniker und so weiter. Interessiert uns jetzt aber erstmal gar nicht, weil für uns, wir teilen die einfach in Farben auf. Wir teilen die auf in Rot, Blau, Grün und Gelb. Aber ihr habt das vielleicht auch schon mal irgendwo gehört mit Tieren, also dass jemand irgendwie von der Eule und vom Wal oder sowas gesprochen hat. Das gibt es auch alles. Wir benutzen jetzt einfach die vier Farben. Vom Prinzip ist es aber alles das Gleiche. Vorweg möchte ich aber auch einmal sagen, das sind ganz grobe Kategorien. Also kein Mensch ist so ein Klischee. Ja? Wir sind alle so ein Mix aus verschiedenen Eigenschaften. Das macht uns ja als Menschen auch aus. Aber es ist trotzdem sehr interessant zu sehen, jeder von uns hat so ein bisschen seine Eigenart und jeder von uns geht so ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung. Wo ordne ich mich am ehesten ein und wo ordne ich vielleicht mein Gegenüber am ehesten ein? Und das hilft natürlich auch, mit anderen Personen umzugehen und natürlich auch sich selber zu verstehen. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten mit Typ Rot. Rot ist, wenn wir es zusammenfassen, energiegeladen, spontan, dominant, zielorientiert und direkt. Rot ist so ein Macher. Rot will das Ziel schnell erreichen und geht auch Risiken dafür ein. Also Rot ist sehr aktiv, zielstrebig. Respekt ist sehr wichtig für rote Personen. Rot ist ehrgeizig, mutig. Also einfach so ein richtiger, okay, ich packe das jetzt an und ich lasse mir von keinem was sagen und ich mache einfach so, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Das ist so der rote Typ. So, ich würde sagen, wir diskutieren gar nicht lange, sondern packen das einfach an. Wir haben dieses Projekt und ich übernehme Teilbereich 1. Blau, du übernimmst Teilbereich 2. Gelb, du machst, ich habe da übrigens noch eine Idee. Nee, ich will jetzt auch wirklich keine anderen Vorschläge. Gelb, du machst Teilbereich 3 und grün, du machst 4. Okay, perfekt. Sehr viele positive Eigenschaften, aber natürlich wie alle hat auch ein roter Charakter negative Eigenschaften und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Und zwar kann Rot auch sehr dominant sein, was für andere vielleicht dann auch nicht mehr so schön ist. Nimmt dann aber auch oft ja, Vorschläge von anderen nicht entgegen. Ist sehr reizbar, ist teilweise intolerant gegenüber anderen Meinungen. Denn Rot ist so ein bisschen so in dem eigenen Tunnel gefangen. Ja, und das sind so Sachen, die müsste ein roter Charakter noch ein bisschen ändern. Vielleicht ein bisschen geduldiger werden, ein bisschen offener werden. Das sind so Sachen, die fallen einem roten Charakter etwas schwerer. Kommen wir daher zu einem Charakter, dem das sehr leicht fällt, nämlich dem grünen Charakter. Grün ist Harmonie pur. Grün mag Ruhe, Gelassenheit, Harmonie, wie wir schon gesagt haben, warmherzig, kümmert sich um andere. Das Problem bei Grün, ja, Grün kann manchmal ein bisschen langweilig wirken, was nicht heißt, dass Grün langweilig ist, aber ja, Grün ist halt sehr gelassen. Und das bringt auch so ein bisschen die Gefahr mit sich, dass Grün generell Konflikten aus dem Weg geht. Also Grün ist kein Konfliktlöser. Grün mag zwar Harmonie, aber Konflikte überfordern Grün sehr schnell. Dazu kommt, dass Grün ein bisschen ja, begeisterungslos, vielleicht unflexibel, man könnte auch sagen, etwas faul ist und nicht so richtig aus sich rauskommt. Also während Rot halt nach vorne prescht, ist Grün eher so, ja, okay, ich lehne mich jetzt mal zurück und ja, wir machen das alles ganz chillig, mal gucken, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen. Also Grün muss halt so ein bisschen lernen, aus sich rauszukommen. Ist eher so der gelassene Charakter, wie gesagt.
Und grün, du machst 4. Ja klar, mache ich. Okay, perfekt. So packen wir es an. Ach ja, wir haben hier noch Bücher, die jemand durcharbeiten muss. Grün, würdest du dich bereit erklären? Oh ja, ich kann das mit dem Buch übernehmen. Das ist kein Problem. Schön, super. Dann gebe ich dir das einmal rüber. Und ach ja, wir haben hier noch eins. Grün, willst du das auch machen? Ja klar, das andere mache ich auch. Supi. Eigentlich haben wir hier noch eine Menge Bücher. Ach, weißt du was, wenn du schon dabei bist, dann mach doch gleich alles. Okay. Noch eine große Gefahr bei Grün. Grün ist ein Ja-Sager. Kann wirklich schlecht Nein sagen und das könnte zum Problem werden. Da so grüne Charaktere halt auch sehr hilfsbereit sind, möchten die auch immer helfen. Und es fällt ihnen super schwer zu sagen, nee, sorry, ich kann das jetzt nicht machen. Und das führt dann ab und zu Konflikten, wenn sie dann merken, okay, das überfordert mich jetzt doch. Ich möchte das eigentlich gar nicht machen, ich kann das eigentlich gar nicht machen. Und trotzdem stecken sie fest, weil sie ja nur Ja sagen können. Als einen weiteren Charakter haben wir Blau. Blau ist der Analytiker, denkt über alles nach, sehr strukturiert, fleißig, gewissenhaft. Also der Person kannst du alles anvertrauen, was du möchtest. Ja? Wenn die Person sagt, die macht das auch. Aber das könnte lange dauern, denn Blau denkt sehr viel nach, aber Blau denkt ein bisschen zu viel nach. Das heißt, man denkt und man kalkuliert und man denkt und man kalkuliert und man kommt einfach nicht ans Ziel, weil man zu viel denkt. Also da ist wenig Machen. Ich übernehme Teilbereich 1. Na, ob das wirklich so einfach ist, wie sich das Rot vorstellt? Ich weiß ja nicht. Das ist alles viel komplizierter und so schnell werden wir bestimmt auch nicht fertig. Dafür brauchen wir bestimmt Tage, wenn nicht sogar Wochen. Vielleicht Monate? So einen blauen Charakter zu haben, ist sehr wichtig, aber den muss man schon auch ab und zu mal anstupsen. Sonst verrennen sich blaue Charaktere gerne in eine Aufgabe. Ansonsten kann man zu Blau auch sagen, nicht unbedingt die geselligsten Leute, meistens sehr zurückgezogen, eher still, eher im Hintergrund, schauen sich alles an, denken über alles nach, aber Interaktion fällt ein bisschen schwer. Vor allem auch, weil sie sehr kühl auf andere Menschen wirken. Unser letzter Charakter ist der Gelbe. Gelb ist eigentlich schon wieder fast das Gegenteil von Blau, nämlich so ein richtiger Sonnenschein, deswegen auch Gelb. Also total optimistisch, total gesellig, immer unter Menschen, hat viele Freunde, ist sehr spontan. Ja, macht einfach, ne? Will Spaß haben, Lebensfreude, ist immer so ein bisschen der Mittelpunkt von allen, hat coole Geschichten und einfach so der Sonnenschein der Gruppe. Also man kennt diese Leute, die einfach so viele Freunde um sich herum haben, die immer gut drauf sind. Denn sie können auch viel zu aufdringlich sein. Das merken Gelbe meistens gar nicht, aber die sind halt so gesellig. Ne? Die stellen sich einfach zu dir und kommen dir vielleicht auch ein bisschen zu nah. Und andere denken sich dann vielleicht so, okay, wer bist du überhaupt? Warum redest du mit mir? Also gerade so ein blauer Typ würde dann denken, was passiert jetzt? Ich kenne dich gar nicht. So ein Grüner wäre vielleicht auch am Anfang eingeschüchtert, aber immerhin freundlich eingestellt. Ja, und so ein Roter würde vielleicht auch erstmal denken, okay, warum redest du mit mir? Haben wir irgendwas miteinander zu tun? Und Gelb ist einfach so, ja, ich möchte andere Leute kennenlernen, ich stelle mich jetzt in den Mittelpunkt. Okay, ja, richtig cool. Ich habe da übrigens noch eine Idee. Also jedenfalls, nee, ich will jetzt auch wirklich keine anderen Vorschläge. Gelb, du machst Teilbereich 3. Nicht? Okay, alles klar. Aber war eine gute Idee. Vielleicht kann ich sie dir ja mal erzählen, denn ich hatte nochmal diese Situation richtig cool. Also, das war ungefähr so wie, ist aber auch ein bisschen verpeilt. Also was Planung angeht, liegt Gelb nicht so gut. Gelb ist eher so, ah ja, cool, ich mache das. Ach, jetzt ist mir aber das dazwischen gekommen, also mache ich das. Ah, vielleicht mache ich auch lieber das. Und schließt dadurch auch wenig ab. Also Gelb muss auch lernen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und diese Sache bis zum Schluss durchzuziehen. Denn am Anfang ist es für Gelb immer sehr cool. Und dann kommt aber was anderes Cooles und Gelb verliert die Lust an der Sache, die eigentlich gerade zu machen war. Generell ist Gelb auch oft unpünktlich und man sollte sich vielleicht nicht auf jede Verabredung verlassen, die man mit Gelb trifft. Aber wie gesagt, insgesamt ein sehr sonniges Gemüt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, aber eigentlich lassen sich Menschen nicht komplett in die eine oder andere Kategorie einsortieren. Wir sind eigentlich ein Mix aus Farben. Wir sind ein bisschen bunt. Trotzdem ist meistens so eine Farbe da, die dominiert das Ganze.
So, und jetzt ist die Frage, was bringt es uns eigentlich zu wissen, dass es diese vier Farbtypen gibt und uns und andere da rein zu sortieren? Ganz einfach. Zum einen können wir für uns selber natürlich was daraus nehmen und uns selbst besser verstehen. Wie bin ich? Wie sind andere Leute? Wie reagieren andere Leute auf das, was ich mache? Zum anderen können wir natürlich auch andere Leute viel besser verstehen. Okay, wenn das jetzt ein grüner Typ ist und ich bin ein gelber Typ, was kann ich machen, dass es der anderen Person irgendwie gut geht? Oder wenn wir Streit haben, wie gehe ich am besten vor? Und gerade auch im Fahrlehrerkontext kann man dann sagen, okay, ich habe zum Beispiel einen grünen Fahrschüler oder einen blauen Fahrschüler oder einen roten Fahrschüler. Wie gehe ich jetzt mit denen um? Was sind deren Eigenschaften? Was können die gut? Was können die nicht so gut? Und dann überlegen, wie kann ich es dieser Person einfacher machen, was zu lernen? Und das sind so Sachen, die zum Beispiel auch in der Fahrlehrerausbildung Bedeutung finden. Also ihr bunten Menschen da draußen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und falls ihr Fragen habt, falls ihr ein bisschen Blau in euch drin habt, dann schreibt die Fragen gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie gerne und bis zum nächsten Mal.